Ich hab dich schon mal verbrannt. Und tu es wieder. Ich hab dich schon mal verbrannt. Und tu's wieder. Ich hab dich schon mal verbrannt und tu es wieder. Let's go.
Was sind Sie? Was haben Sie sonst noch zu bieten? Myra? Sie muss in Sicherheit bleiben. Ich beschütze sie vor jedem, der sie mir wegnehmen will. Du hast es geschafft. Er ist tot. Gehen wir nach Hause. Nein! Die Macht des Kerns ist mein. Lily ist jetzt sicher. Wo ist sie? Holen wir sie und dann raus hier. Myra? Gott. Von diesem Ort ist fast nichts mehr übrig. Was hast du vor, Myra? Ah!
Myra, wo bist du nur? Was ist das? Myra? Es ist vorbei. Holen wir Lilly und verschwinden wir, bevor wir für immer hier festsitzen. Wir bekommen unsere Familie zurück. Bitte. Ich weiß, du bist noch da drin. Hör auf! Verdammt! Du musst mir zuhören! Myra, was ist los? Kämpf dagegen an! Ich kann nicht. Ich muss Lilly beschützen. Das hast du schon, Myra. Stefano kann ihr nichts antun. Und Theodore auch nicht. Sie sind tot. Ja. Geh, Sebastian, sofort. Verschwinde. Nein, ich lasse dich und Lilly hier nicht zurück. Myra! Scheiße! Was hat sie nur vor?
Bin gespannt, wie Sie sich aus der Hölle rausreden, Wallace. Ich hab doch gesagt, Sie sollen damit vorsichtig sein, Sykes. Hoffentlich haben Sie es geschafft. Ich werde Ihr Opfer nie vergessen, Hoffman. Immer an der Front zu kämpfen ist gefährlich. Wenigstens ist er nicht kampflos gestorben. Ohne ihn wäre der Stabilisierungsemitter noch immer aus. Ich wollte ihn nicht töten. Aber Theodore hat mir keine Wahl gelassen. Ich muss diese Dinger loswerden. Vielleicht schaffe ich es dann. Thank you.
Okay. Hoffentlich ist sie noch in der Nähe. Myra, hör auf! Noch mehr? Dafür habe ich keine Zeit.